Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wie immer mit Chuck Lynn. Hallo. Rin oder Sirena Aurenschatten. Mir, dem Faktorfy, dem Digigamer. Hallo. Und mit wie spricht man deinen Namen aus? Skadogos Taxus. Gut. Vor allem lese ich da seinen Namen und dann hüpft der Name auch noch hoch und runter, so ein Scheiß. Noten im Auge. Ja. Okay, wir könnten. Ja, wir müssen runter grob. Wir könnten uns vielleicht etwas eher links halten und über die andere Brücke, weil da ist noch eine Sehenswürdigkeit und eventuell kommt man hier bei dem Beherrschungspunkt. Hast du die denn schon, die andere Sehenswürdigkeit? Die hab ich. Okay. Und wenn nicht, dann könnte man da ja nochmal. Ja, abbiegen. Den Kurs machen. Dann. Was los? Wollt ihr wissen, was die Abtei weiß? Ach, die Abtei weiß gar nichts. Jetzt hier wahrscheinlich eher links. Oder auch nicht. Runter ist immer gut. So. Okay, jetzt hier links, oder? Nicht das? Hoch. Wir müssen eigentlich hoch. Heieiei, das ist so schwierig. Ja, es ist. Gerade Wege gibt es hier nicht so viele, wie es aussieht. Oh, bleib doch da hängen. Fast. Nein. ganz wieder runter. Ja, da komme ich nicht. Da bleibt er nicht hängen. Oben, erster. Nee, ich jetzt lange oben. Hier, hallo, ich war schon lange oben. Kostenkeks, Christa. Nee, du erzählst doch, da irgendwie geschlafen, Alter. Guck den Leitling an, ich war oben, ey. Ja, aber der ist zeitverzögert, damit war dann Ole wieder zuerst. Nee. Der ist nicht zeitverzögert, das war nur irgendwie vom E an. Ja, gut, kann man auch noch reinschmeißen. Nee. Krieg ich auch mal die Verletzter. Ups. Kommen denn die ganzen Wölfe her? Ja, die wollen dir wehtun. Ja, finde ich nicht gut. Es werden mit mehr, ne? Aber jetzt geht's. So, da haben wir das Mithril. Kui. Einpacken. So. So, ich renne. Bin da. Steinbrücke. Hier sind jetzt irgendwo hoch, oder was? Würde ich vermuten, ja. Irgendwo. Okay, vielleicht eher hier hinten. Genau, da wo ihr seid. Ich glaub's nicht. Ich glaub, das geht nach hinten. Aber weil ich halt glaube, ich kann man ja mal mitnehmen. Das ist vielleicht erst von ihm. Ich glaub, da muss man oben in den Berg rein und von da runter. Also reichhaltig Ori, finde ich, ist tatsächlich immer noch sehr selten, oder? Ja. Naja, auf den LW3-Maps hast du es auch immer mal wieder, ne? Ja. Ne, hier geht's nicht weiter. Fertig, okay. Feierabend. Da ist eine Wand. Ja. Alpha-Wand. Dann ja, entweder hier links weiter oder rechts. Und links könnte sein. Du kommst da nicht rein. Da mal. Lang, ob da was ist, wo Chuck Lynn auch gerade ist. Deinen echten Schatten anzurichten. Oh, hier. Hab ihn. Einmal um die Ecke fliegen. So, wo bist du denn? Unter mir oder? Ganz oben. Da, wo wir eben gerade waren, wo das Ori war, du konntest du rumfliegen. Ja. Ja, da bin ich auch rumgeflogen. Ja, aber halt nicht auf Greif.
Muss halt die Höhe halten. Ne? Ah, okay. So, jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr zurück. Band des Glauben kann helfen. Oh, ich muss noch das Ding ausmachen. Ich hab das Ding ja. Zu dem Orikalkum-Punkt werde ich wahrscheinlich noch mal hinkommen, aber... Ja, ich kann nicht mal helfen, weil ich bin abgeschmiert, aber ich hab den tatsächlich auch schon. Aber man kann das Ding auch von innen noch durchlaufen. Man muss da eh durch, um verschiedene Punkte noch zu machen. Oder man rennt von hier aus durch. Ich weiß aber nicht, ob das auch funktioniert. Aber ich denke schon. Ist eine Höhle. Hier, man kann, glaube ich, in den Berg rein. Ja, sag ich auch. Ich suche gerade den Eingang zum Berg. Ohne Greif glaube ich nicht, dass du hier oben ankommst. Glaube ich auch noch nicht dran. Nee, aber man von der anderen Seite, also wenn man Ende der Geschichte da in die Höhle rein und die weiter verfolgt, kommt man am Ende sowieso hier raus. Ach so, ja, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Okay. Okay. Ja, also man muss den jetzt nicht zwingend machen, man muss für den Map-Abschluss eh die durch diese Höhle durch. Okay. Von der anderen Seite. Okay. Aber die anderen rennen einfach schon durch. Nein, nein. Ach komm, drauf geschissen. Ach Gott, das ist ja ein Luftschiff. So. Grob komme ich mal zu dir. Aber ja, nächstes wäre etwa diese Sehenswürdigkeit da hinten. Ich mach mal ein Pünktchen hin. Oh. Oh. Das muss hier unten sein. Saida hat mich losgeschickt, damit ich mich mit der Gegend vertraut mache. Soll ich euch was erzählen? Die Erhabenen sagen, der Brand habe hier oben einige alte Gräber erreicht. Das können keine guten Nachrichten sein. Hier in der Nähe ist unser Luftschiff abgestürzt. Die Moral ist ziemlich im Keller. Saida könnte beim Bergen von Kisten auf dem Wrack Hilfe brauchen. Da draußen gibt es zwei Berge, die man weinende Schwestern nennt. Sind hübsch und einen Blick wert, wenn ihr die Wanderung nicht scheut. Wenn ihr von der schnellen Truppe seid, wir bräuchten jemanden, der Öl von dieser Stelle zur Schmiede bringt. Am Tor wartet jemand auf euch. In dem Bereich, wo wir ja gerade waren. Oder Olli seine Wegmarke hier an der, seine... Die Sehenswürdigkeit da. An der Sehenswürdigkeit. Sollen wir uns da treffen? Oder man könnte zuerst das Herz hier machen. Okay. Da sind, glaube ich, mehr in der Nähe. Jetzt habe ich hier nur den einen Kerl hier. Nacken. Ich bin schneller als ein Centaur. Saida hat mich losgeschickt, damit ich mich mit der Gegend vertraut mache. Soll ich euch was erzählen? So. Ja. Dann gehen wir da mal hin. Luftschiff. Wo geht's denn da hin? Runter. Wie sieht da noch aus? Hafen der Symphonie. Ah, und da ist eine Wegmarke. Sehr gut. Wegmarken sind immer super. Wegmarke? Da, Wegmarke. So. Machen wir mal das Herz hier. Hilft den Zephariten bei der Vorbereitung eines Nachschubeinsatzes zur Schmiede, indem ihr Vorräte sammelt, Streitereien schlichtet und Rituale der Schmiede platziert. Okay. Ist da hinten ein Event? Wo gerade Rinn ist. Ich gehe da mal zu Rinn. Da. Ich bin total in der Höhle verbrannt. Noch vor dem Freund. Ich fühle mich verwundbar. Kannst du mir machen, dann bist du direkt an der Wegmarke. Zeit, echten Schaden anzurichten. Hier muss man Vorräte sammeln, ne? Ja.
kann man auch tatsächlich einfach so sammeln. Dann ist da rüber gekommen. Komme ich da auch rüber? Nicht einfach so. So, mit Garnickel. Die Vorräte muss man dann ganz abgeben. Also Schmiedevorräte. Ja. Weißt du, wie viel man braucht? Keine Ahnung, ich habe jetzt 6 und habe, glaube ich, höchstens ein Viertel. Okay. Ah, da drüben wäre okay, auch noch welche. Keine Schlüssel. Oh, doch, das ist noch eine Zwergentröde, hol ich mir gleich mal. So. Platz irgendwie. Ah, hier hinten ist eine Sehenswürdigkeit auch, an diesem Podesten, wo man die Vorräte auch hat. Auf, 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 auf. Oh, da ist noch mal eins. Oh, hier auch noch mal. Und Knoten. Wollen die Vorräte abgeben? Ich hätte jetzt vermutet, beim Herzchenhändler. So. Aus 1 werden 2. Au. Okay, killen hilft also auch. Das ist schon gut. Ja. Ja, ich meine, die Vorräte sind auch recht schnell wieder. Das auch. Da will ich das überhaupt meinen, wenn du die Vorräte aufnimmst. Ja, sind ja die blöden Schweine, die eigentlich ständig in Infight hauen. Ja, fürs Rüberspringen ist das sehr unpraktisch. Aber immer so negativ. Los. Observierend, nicht negativ. Ihr wollt einen Altdrachen erledigen? Ach, da. Dann helft uns, diese Versorgungskette in Betrieb zu bringen. Wo kann ich dir jetzt abgeben? Nein, Captain. Ja. Nee, der wenn ihr auf mich gehört hättet, dann hättet ihr noch ein Schiff. Voll, alles klar, fertig. Ah, da. Herz, Simon. Ja, Herz ist fertig. Okay, das Herz ging eigentlich recht angenehm. So, da unten ist eine Sehenswürdigkeit, wo Sascha ist. Was hat er denn? Ach, Kristallkraft. Das Food ist nicht schlecht. Der Schraubenschlüssel, den es hier gibt. Okay. Das ist dem. Okay, dann gehen wir kurz mal hin. Also, wo ist es nur auf der Fußen? Ich muss aufhören, Passagiere aufzunehmen. In der Mitte hier, wo die Korridore sind? Saida, die Liste. Oder sind noch woanders welche? Der 12 Uhr Fähre nach Amnun. Wo läuft der Kombi da unten hin? Ist das das Meta, das südliche? Keine Ahnung, aber müsste jetzt losgegangen sein, ne? Immer 3/4? Ja, ja, das ist es. Okay. Da sollten wir dann auch hin. Weil das kriegt man nicht so oft und auch nicht alleine. Ja. So, hat's jetzt jemand gesehen, gefunden? Wohin? Was denn? Au. Ja, wo da, wo der blaue Kombi hinläuft. Ach, da. Ja. Okay. Ja, ich bin gleich unterwegs. Dann schauen wir mal, dass wir zu dem hinkommen. Ich hoffe, ich laufe grob richtig. Da, ja, den Weg.
Achso, ich bin. Sehe ich beim Kombi? Ja. Wir kommen gleich. Ich komme nämlich aus dem Fight gerade. Blödsinn. Herzensvoll. Ich bin schneller als ein Centaur. Okay, dann ab zum Kommen. Was nochmal, aber hier ist noch zum Kommen. Ich muss die Knoten diesmal fester binden. Muss man die mitnehmen, die Zerrite? Ich kenne die schon. Und dem Doliak. Dann können wir nicht mehr kämpfen, ist ja scheiße. Nee, man kann sie eher auf dem Doliak nehmen. Das dicke Vieh hier nimmt die mal nicht entgegen. Ah, okay. So, ja. Bitte. So viel zum Thema fliegende Kiste. Ach, dann schon mal. Jetzt rennt er los, ja. Also ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber... Ich weiß es auch nicht. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit, genau. Ja. Ein Kissen beim Doliak abgeben und beim nächsten halt 3, okay. Kisten auf der Klippe dort. Diese Expedition haben die Aspekte den Segen wohl verwirrt. Ich bin schneller als ein Centaur. Seinen echten Schaffner zu uns. Und für deine. Das war beeindruckend. Oh, der wird angegriffen. Ja. Und nicht zu knapp. Fliegt gerade ziemlich viel rum. Ich konnte das eben nicht vom Herd sein. Paprikakern ist der Fritze, der heil werden muss. Ja. Ich denke, das ist doch gut, wenn man mal wegschmeißt für den Paprika. Der läuft jetzt schon weiter. Ich hab doch noch eine Kiste. Hier geblieben. Da kriegen wir nichts. Ich mach wieder gleich. Die sind für den kleinen Kreis gewartet. Ja, die Untra habe ich jetzt nicht, aber. Meint ihr die Brücke? Ich hatte nicht. Schneller als ein Centaur. Warte, gibt's da was? Nee, klar, der Kombi hatte da angehalten. Auf meinen Atem konzentrieren. Oh.
Na, komm. 30. Ein bisschen heller aus. Brandmarkt Schatulle, sehr schön. Und der zieht weiter. Ah, der wird jetzt wahrscheinlich hoch bis zur Schmiede. Danke für die Hilfe. Der Weg dürfte klar. Nee. Okay, hier endet's. Wo ist direkt in Folge. Das frage ich mich jetzt mal auch. Ich würde dem noch mal die Masse. Oh, noch kurz folgen, genau. Okay. Dann, ja, geht's wieder Richtung Süden. Aber. Was ist jetzt noch zu Ende machen? Meter. Herz? Ist das Meter jetzt so? Also Ende der Geschichte. Das ist das nördliche Meter. Das jetzt sollten wir auf jeden Fall auch machen. Jetzt direkt. Okay. Okay, dann gehen wir wieder zur Wegmarke Ende der Geschichte, ne? Ja. Okay. Würde ich vorschlagen. Ja. Mach. Und dazwischen machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.